Du bist das geschlafen. Oh, es liegt mir auf der Zunge. Willkommen bei Jamie Rose. Ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt ist Quiz-Time. Ich spiele sehr gerne Quizspiele, Ratespiele, wo man verschiedene Dinge erkennen muss. Und deswegen dachte ich mir, mache ich einfach mal eins in einem YouTube-Video und ihr könnt mitraten. Ich bin gespannt, ob ihr alles erratet. Und zwar geht es darum, dass ich bzw. wir die Stimmen von bekannten Musikern, Sängern und Rappern erraten müssen, aber anhand ihrer Sprechstimme. Also nicht anhand ihrer Gesangsstimme, wenn sie Songs singen, sondern wenn sie zum Beispiel Interviews geben oder einfach ja, vor sich hin sprechen. Und dazu wird Chris jetzt gleich fünf verschiedene Sänger und Rapper abspielen und wir müssen innerhalb von wenigen Sekunden erraten, welcher es ist. Und wir dürfen auch die Tonaufnahme insgesamt nur zweimal hören, also ein zweites Mal darf man noch, aber dann ist auch Schluss. Los geht's. Schatz, bist du soweit? Los geht's, Musiker Nummer 1. What am I checking? So it's like noticing that, being in the crib, being at the show. And notice and catching myself. Liegt mir auf der Zunge. Also ich schwanke zwischen drei amerikanischen Rappern. Es ist schwer. Es ist schwer. Wisst ihr es schon? Also ich würde jetzt mal tippen auf. Darf ich es nochmal hören? What am I checking? So it's like noticing that. Being in the crib, being at the show, and noticing and catching myself. Okay. Ich schwanke ehrlich gesagt zwischen Big Sean und Kanye West. Ich weiß es nicht. Okay, ich sag Big Sean. Ist es Big Sean? Nein! Okay, wer wäre es gewesen? Es wäre J. Cole What am gewesen. I checking? So it's like Mist! Okay, noticing gut. that. Schon mal verhauen. Ich hoffe, ihr habt es erraten. Nächstes Ding. Bin gespannt. Musiker Nummer 2. Wie dein Team funktioniert, das geht auch nicht so. So, das braucht alles seine Zeit, so bis man sich aufeinander einspielt und hin und her. Okay. Also auf jeden Fall ein Deutschrapper. Ich habe auch jetzt wieder zwei im Kopf. Ich würde schätzen, ist es Rin? Wie dein Team funktioniert, das geht auch nicht Richtig, so. okay. Gut, Leute, schon mal ein Punkt. Immerhin. Okay. Direkt beim ersten Mal sogar, direkt beim ersten Versuch. Er hat eine sehr markante Stimme, deswegen war das jetzt nicht so schwer. Mal sehen, ob als nächstes eine Frau kommt. Ich bin gespannt. Let's go zum Musiker Nummer 3. Du bist das. Geh schlafen. Alles gut. Und nicht, was war Du bist das. Geh schlafen. Okay, ich glaube, ich muss es nochmal hören. Noch ein zweites Mal, bitte. Du bist das. Geh schlafen. Alles gut. Und nicht, was war denn? Nein, das ist so schwer. Ich muss jetzt einfach irgendwas sagen, ne? Weil ich habe wirklich gerade gar keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ihr eine Ahnung habt. Dann schreibt es mal jetzt in die Kommentare, falls ihr wisst, wer der dritte gesuchte Musiker ist. Ich habe gerade gar keine Ahnung. Klingt auf jeden Fall noch ein bisschen jünger, klingt auch nach einem Deutschrapper. Also Bowser ist es auf jeden Fall nicht, weil er hat eine tiefere Stimme. Er hat so ein bisschen eine höhere Sprechstimmtonlage. Ich finde, er hat jetzt total so geklungen wie der davor. Kenne ich den? Ah, ich will nicht falsch liegen. Ist es? Ist es Dada? Okay, wer war's? Du Shindy, oh bist mein das. Gott. Geh schlafen. Okay. Alles gut. Krass, ja, hätte man drauf kommen können. Hätte man drauf kommen können. Aber ich bin nicht so gut im Deutsch-Rap-Game, von daher. Gnade, habt Gnade. Okay, dann geht's jetzt zu dem vorletzten Musiker schon tatsächlich. Zu Musiker Nummer 4. It sounds almost. Couldn't do both. You know, I was too tired. And I remember one day I just was. Ich habe jemanden im Kopf, aber ich glaube nicht, dass sie das ist. Also sie ist auf jeden Fall eine amerikanische Sängerin. Klingt auch noch ein bisschen jünger, die Stimme. Ich möchte es noch ein zweites Mal hören, bitte. Also ich glaube, sie ist auf jeden Fall auch eine Schauspielerin. Schauspielerin und Sängerin. Aber ich glaube, so einfach würdest du es mir nicht machen. Es ist Ariana Grande.
bitte. Das ist traurig. Wer war's? Jean Eichel. Oh nein, das war noch jemand, den ich wirklich sehr, sehr gerne höre, den ich sehr gerne mag. Schande über mich. Das ist echt schade. Ich liebe ihre Stimme. Eigentlich hätte ich es wissen müssen. Okay, Leute, wir sind hier jetzt beim letzten Musiker und ich habe gerade mal eins von vier erraten. Ich hoffe, jetzt errate ich wenigstens noch den letzten Musiker. Ich würde sagen, let's go! Weil wir gerade über Habibi geredet haben, das war, ohne Scheiß, Habibi ist in der Zeit entstanden, wo es mir gar nicht gut geht. Okay, eigentlich ist es ja jetzt schon verraten wegen Habibi. Also es muss ja scheinbar ein Song sein oder ein Album, aber ich bin auch echt gerade schlecht. Wir haben bestimmt mehrere Songs namens Habibi rausgebracht. Welche? Also auf jeden Fall eine Deutschrapperin. Also ich mache mich gerade richtig peinlich wahrscheinlich hier. Ne? Ihr wisst es bestimmt gerade schon, Leute. Okay, dann möchte ich noch ein zweites Mal hören. Weil wir gerade über Habibi geredet haben, das war, ohne Scheiß, Habibi ist in der Zeit entstanden, wo... Ist das Juju? Oh mein Gott, wie schlecht bin ich denn? Wer wäre es gewesen? Nora, stimmt, jetzt wo du es sagst, na klar. Mann, ist das peinlich, Leute. Okay, ich habe in diesem ganzen Spiel auf jeden Fall richtig abgelost. Ich habe jetzt hier insgesamt 1 von 5 Musikern richtig erraten. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr wart besser. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie viel ihr richtig hattet und ob ihr es gleich beim ersten Mal erraten habt oder ihr es auch beim zweiten Mal erst erkannt habt oder ob ihr es überhaupt erkannt habt. Ich bin gespannt. Und wenn ihr Lust habt auf mehr solcher Quizspiele oder mehr solcher Videos in der Art, dann schreibt es mir auch unbedingt in die Kommentare. Ich habe auf jeden Fall mega Lust darauf. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert und abonniert diesen Kanal. Bis zum nächsten Mal, eure Jamie Roseanne.